Ist das herrlich heute? Blauer Himmel, Sonnenschein, wenn nur nicht die politische Situation so schlimm wäre. Aber ja, gut. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Selbstverständlich, hier Hallo, ist Platz. Grüße Sie. Grüße ja. Sie. Ich sehe, Sie genießen auch die Sonne. Ja, man ruht sich aus, man ist im Urlaub und ist einfach die schöne Landschaft hier auf sich wirken. Ist schön. Politik für Sie ein Thema? Ja, schon. Ja, politischer Mensch. Ja, es geht mir, genauso. Ich bin eigentlich Unternehmer im Baubereich unterwegs seit 40 Jahren. Mit einer eigenen Bankenzulassung gehabt, aber ich bin im Augenblick ziemlich illusioniert. Aber ich lasse mich nicht runterkriegen. Das ist gut so. Immer ich will Sie jetzt nicht vollquatschen. Also wenn Sie, wir können, wenn Sie, nein, das ist für mich Herzensangelegenheit. Wir können so ein bisschen reden, das ist doch ganz entspannt. Ja, fehlt nur noch ein Glas Rotwein dann. Ja, das ist hier in der Form, da wird man wahrscheinlich länger sitzen bleiben. Da wird man sagen, so bring uns die Sachen von Herbst mit, es wird kühl. Ne? Genau. Naja gut, ich meine, was ich so erlebe, ich habe für mein Dafürhalten noch nie so inkompetente Leute in Führungspositionen gesehen, wie wir es im Augenblick haben. Da wird ja gesagt, sind Sie geduscht? Waschen Sie sich die Hände noch seltener oder was? Wir haben ja einen Wirtschaftsminister, der rät ja, dass wir sagen, nur noch einmal die Woche duschen, stinken statt duschen. Statt 10 Minuten, 2 Minuten. Aber ist ich habe nur die Zeit, immer 2 Minuten zu duschen. Ich weiß nicht, wer 10 Minuten duscht. Und Hände waschen sich kalt oder in Unschuld? Kalt. Kalt. In Hamburger. Und auch in Unschuld? In Unschuld nicht, weil ich packe an. Ah ja, ist in Ordnung. Ich bin so ein Anpacker-Typ. Ja, ja. Ich habe mir aus der Zeitung immer mal so Notizen gemacht, da schaue ich jetzt immer drauf. Mensch, wenn ich mir das anschaue, kürzer duschen und Hände kalt waschen. Sagen Sie mal, wenn ich vor 2 Jahren gesagt hätte, die Bundeswehr statten wir aus mit den modernsten Kampfmitteln, die wir zur Verfügung haben und 100 Milliarden Sondervermögen. Wirtschaftlich kennen Sie sich ein bisschen aus? Ja. Sagen Sie mal, was ist ein Sondervermögen? Falscher Ausdruck, sind Sonderschulden. Ah ja, okay. Das sind Sonderschulden, weil letztlich das Geld wird ja irgendwo am Kapitalmarkt aufgenommen. Das ist ja kein Vermögen, was wir haben, weil deutsche Wirtschaft so gut läuft, sondern wir machen Schulden und nennen es dann Sondervermögen. So kann man netten Etikettenschwindel betreiben. Ich denke, die Leute denken, das ist Sondervermögen, das Geld ist da, ne? Ist gar nicht da? Nee, ist nicht da. Muss geholt werden, wie die anderen 100 Milliarden für irgendwelche ökologischen Umbauten unserer Energiewirtschaft und unserer Gesellschaft. Das muss der normale arbeitende Unternehmer und Mitbürger, der zur Arbeit geht, jeden Tag bezahlen. Sagen Sie mal, wenn Sie grüner wären und ich hätte vor 2 Jahren gesagt, Krauss-Maffei, Rheinmetall, Waffen, Leopard, Gepard. Hätte ich Aktien gekauft. Ja, genau. Aber das sind ja diejenigen, die sind beide schwer und haben so lange Rohre, ne? Und schießen in die Luft. Ne? Und ich meine, das sind natürlich Aussagen. Die Verteidigungsministerin Lambrecht ist in auch ein Begriff, ne? Ja, ich kenne sie vom Finanzausschuss, eine sehr, eine Dame, die Juristin ist und auch bei der BaFin und im Finanzausschuss für mich immer leicht überfordert wirkte, setzt eigentlich die gute Tradition unfähiger Frauen im Verteidigungsministerium mit Karrenbauer und von der Leyen vor. Also so viel zum Thema Frauen im Verteidigungsministerium. Also das ist eine grandiose Fehlbesetzung, die Dame für mich. Jetzt staune ich, aber wenn Sie sagen Ausschuss, bei uns in der freien Wirtschaft, der Industrie, ist Ausschuss, bedeutet ja was anderes. Ne? Als Ausschuss bedeutet ja in dem Moment, dass man sagt, das sind ja Dinge, die kannst du nicht in den Markt gehen lassen, oder zumindest zum verminderten Preis. Dafür gibt es ja die sozialen Auffangbecken namens SPD, Grüne und FDP mittlerweile, die gescheiterte Existenzen dann wohl und weich in der Politik fallen lassen. Das ist so zumindest mein Eindruck. Und Frau Lambrecht hat schon die BaFin nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, dann war sie sogar Justizministerin. Das hat sie mal ganz gut eine Zeit gemacht, weil da ist sie vom Fach gewesen. Sie ist ja tatsächlich Juristin. Aber ich glaube, wir beide kämen auch nicht auf die Idee, einem Chirurgen und einer Juristin oder einem Philosophen die Bundeswehr anzuvertrauen. Aber in Deutschland macht man sowas. Sag mal, jetzt merkt ihr was, der Mann hat ja mehr Ahnung, als ich dachte, ne? Ihr habt ja gemerkt, es ist Kai Gottschalk, er sitzt für die AfD-Fraktion im Bundestag und das Ganze war natürlich hier einleitend und ich freue mich, dass wir uns hier mal in Moers an historischer Stelle treffen. Das lieber gebe Kai, ich drücke Sie herzlich willkommen. Hallo. Ich wünsche auch alles Gute, ne? Lieber Peter. Ja, folgendes, ich habe ein paar Punkte hier mir aufnotiert. Die Menschen müssten doch eigentlich merken, dass die Inflation das auffrisst, was sie sich erspart haben. Ja. Punkt eins. Und zum anderen ist es ja so, die wirtschaftlichen Folgen, die haben ja noch nicht zu dem Schockmoment geführt, der eigentlich notwendig ist zum Umdenken. Noch lange nicht, nein. Ne? Wird es kommen? Ja. Ich denke, die Landung ist ja jetzt schon hart. Ja. Wir merken, dass das, was die AfD seit 9 Jahren
prognostiziert und nicht mal prognostiziert, sondern das ist ja einfach nur Addition und Wirtschaftssachverstand zu haben. Schulden machen und Geld drucken ohne Ende führt am Ende dazu, dass entweder das Geld vom Markt genommen werden muss in Form von höheren Zinsen, einer restriktiven Geldpolitik. Mhm. Das hat die EZB, die für mich zu einer Ramschbank verkommen ist, nicht getan, sondern sie hat weiter Geld gedruckt und von den Südländern Schuldtitel aufgekauft. Und dann bleibt nur die andere Möglichkeit, nämlich über die Inflation. Mhm. Und das kennen die älteren Menschen in Deutschland. Wir haben zwei Mega-Inflationen in Deutschland gehabt. Und wir spüren es jetzt schon an den Energiepreisen. Also nicht foppen lassen oder beschwindeln lassen. Die hohen Energiepreise kommen nicht ursächlich vom Ukraine-Krieg, sondern sie kommen von einer staatsgemachten Inflation. CO2-Abgabe auf alle Mineralölprodukte, mhm. CO2-Produkte. Klettert übrigens am 1. Januar wieder um 5 Euro pro Tonne. Und der Euro ist so schwach, dass er seit August letzten Jahres, also innerhalb der letzten 12 Monate, 20% seines Wertes verloren hat. Und Rohöl, Gas, Kohle, alles, was wir auf den internationalen Märkten kaufen, bezahlen wir in Dollar. Das heißt, wir müssen den weichen Euro in Dollar entsprechend umtauschen und logischerweise wird dann alles teurer. Dass der Krieg jetzt beim Gas eine Rolle spielt, ja, aber die Rolle beim Rohöl oder bei anderen Produkten, die spielt die hausgemachte Inflation und der schwache Euro, was eben... Naja, jetzt haben wir die Situation, dass natürlich das Thema Gas, ich komme gleich noch dazu, aber wir merken ja immer mehr, dass wir immer mehr Staatsquote, Staatsbeteiligung haben. Wir alle, die Älteren unter uns, werden ja noch den Unterschied zwischen Plan und Marktwirtschaft kennen. In der Planwirtschaft war es so, da ist produziert worden, ob das Sinn macht oder nicht, spielte ja keine Rolle. Aber wenn ich mir die Staatsbeteiligung anschaue, die Lufthansa, wenn ich mir ein Gasunternehmen anschaue, wenn ich mir die Bahn anschaue, wenn ich mir die Commerzbank anschaue, dann haben wir doch Staatsquoten, die gehen doch schon in eine Richtung hinein, das ist bedenklich, in Richtung Planwirtschaft. Mhm. Der Markt ist eigentlich immer, hat sich immer in der sozialen Marktwirtschaft geregelt durch den Wettbewerb. Ist denn der Wettbewerb eigentlich in dieser Form noch geboten? Also ich sehe den Wettbewerb mittlerweile ganz schwer bedroht, denn wir haben ja nicht nur die Staatswirtschaft gut eben beschrieben, die wir mittlerweile in Deutschland haben, und das ist ja beileibe nicht, sind die einzigen Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist und was staatlich reguliert wird. Wir haben natürlich auch zusehends, da können wir darüber diskutieren, eine Monopolbildung. Das heißt, wir haben nur noch einige wenige Unternehmen, die heute ja schon den Bürger, nehmen wir Windows, nehmen wir entsprechend Facebook, nehmen wir eBay, nehmen wir viele, viele namhafte große Unternehmen. Also die freie Marktwirtschaft oder die soziale Marktwirtschaft wird eigentlich von zwei Seiten angegriffen. Einmal tatsächlich von den linken Träumern in unserem Land, die meinen, Staatsbeteiligung lösen wirtschaftliche oder unternehmerische Defizite. Tut sie eben nicht. Das sieht man auch bei der Bahn, sehr glänzend. Die Bahn ist seit 1949 ein Problem. Und wir sehen es auf der anderen Seite, dass die freie und soziale Marktwirtschaft durch überbordend große Unternehmen, die monopolistische Positionen erworben haben, auch bedroht wird. Und das ist ein riesen Problem, was wir gerade erleben. Also ich bin völlig dabei, das, was Erhard, was Deutschland, was eigentlich den Menschen Wohlstand gebracht hat, Wettbewerb, gute Ideen, kluge Köpfe, die mit ungewöhnlichen neuen Erfindungen sich durchgesetzt haben, das wird zusehends erstickt und mich sorgt das, weil Wohlstand ist bedroht. Wohlstand bedeutet natürlich auch Ruhe und Frieden. Ja, das ist das eine. Aber wenn wir jetzt die Bundesrepublik anschauen, die Bundesrepublik lebt von jeher davon, dass wir Erfindungen haben, Köpfe, dass wir zum anderen sehr exportlastig sind. Ja. Auch der Mittelstand, es waren ja früher bloß Großbetriebe, der Mittelstand wird ganz außer Acht gelassen, was die Exportlastigkeit angeht. Und wir sind ein Land, das auf Energiequellen angewiesen ist, die bezahlbar sind. Ja. Nun gibt es innerhalb Europas einen Krieg. Wir wollen nicht über Ursachen, Verursacher und so weiter reden. Krieg ist immer Versagen der Diplomatie, absolut. So kann man es sehen. Absolut. Aber wir beteiligen uns hier an Sanktionen, die, ich sage das immer in meinen Sendungen, die bedeuten, ich gehe in den Boxkampf hinein. Der Gegner muss mir überhaupt nicht treffen, ich hau mir immer ständig selber auf die 12. Das heißt also, die Sanktionen, die wir haben, schaden uns doch am meisten innerhalb der weltpolitischen Betrachtung, innerhalb Europas. Kann man da, wenn ich mir jetzt Wirtschaftsminister, wenn ich mir die Leute anschaue, die haben ja Fachressorts, kann ich da sagen, von Unkenntnis oder die müssen doch wissen, dass es letztlich einen Wohlstandsverlust bedeutet, den eine Generation gar nicht mehr aufbauen kann. Was weg ist, ist weg.
Definitiv. Und ich würde ja immer noch sagen, jetzt kennt man 5 Jahre den Betrieb. Es ist ja nicht nur die Unkenntnis, es ist in Teilen auch die schlichte Dummheit, die man in Berlin zum Greifen, auch in Ministerien, in den alten anderen Parteien dort sitzen hat, gerade den linken Parteien. Nein, wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen, und die Grünen dazu holzen auch den Baum herum, an dem der Ast hängt. Also die zerlegen unser Land gründlich. Ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland nicht mehr seit der Wiedervereinigung gewohnt ist, eine eigene Agenda, eine eigene für sich staatspolitische Position zu arbeiten. Wer sind wir? Was wollen wir in der Welt? Und wie wollen wir das erreichen? Das sind ja grundlegende Voraussetzungen, die sich die Politik stellen muss. Ich muss also ein Ziel haben. Und ich glaube, diese Regierungen, die letzten, die taumeln nur so durch die Gegend. Das ist beim überhasteten Atomausstieg, da sieht man ja auch kein Ziel, kein Plan, keine Fundamente, auf denen ich feststehe. Eine CDU, da hat man immer erwartet, die steht mit beiden Beinen auf dem Fundament der Marktwirtschaft, die weiß, was Deutschland braucht, die ist wirtschaftsfreundlich. Das war immer das Credo der CDU, mit der die Wahlen gewonnen hat. Völlig über Bord geworfen. Eine SPD stand als eine Partei, die sich für Arbeitnehmerinteressen einsetzt und immer auch gewusst hat, Unternehmer, wenn es denen gut geht und wir sorgen für einen starken Arbeitnehmerschutz, dann geht es auch den Arbeitnehmern gut, weil letztlich gesunde Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und das macht sozialen Frieden. Und diese Fundamente, dieses Wissen und diesen Zielkorridor haben wir völlig verloren. Mal sind wir in der europäischen Politik, lösen wir die D-Mark in den Euro auf. Wir sagen, wir sind von Freunden umgeben. Da hätte jeder gesagt, Leute, wovon träumt ihr? Wir brauchen keine Bundeswehr mehr. Das ist eine sogenannte Friedensdividende, für was wir die auch immer verfrühstückt haben. Jetzt holen wir die nach mit irgendwelchen 100 Milliarden einmalig in ein großes Ofenrohr. Sondervermögen, genau. Also Deutschland fehlt der Kompass. Und das liegt daran, dass wir einfach in Teilen völlig unstrukturierte, unfähige Politiker in Berlin sitzen haben. Mit Ausnahme natürlich der AfD, völlig klar, und der CDU in Teilen und CSU. Da hast du 23-Jährige, die von Lebenserfahrungen sprechen, aber noch nicht mal einen Master in Politik, sondern einen Bachelor gemacht haben, die in weißen Turnschuhen, das wird mir in Erinnerung bleiben, Grüner, der steht da in weißen Turnschuhen mit irgendeiner Freizeithose und redet von politischer Verantwortung und von Menschenleben und von der Ukraine und wie man da helfen müsste. Das nimmt man denen nicht ab. Das sind für mich einfach Menschen, die erstmal einen Beruf lernen sollten, mal richtig arbeiten sollten. Vielleicht sollte man auch irgendwann wieder sagen, ab 30 darfst du überhaupt in den Bundestag. Ab 27 darfst du ja auch erst Bundespräsident werden, mit Recht. Das Na gut, hat dafür können wir zukünftig ab 2 Jahren wählen. Ne? Man könnte manchmal verdenken, die haben den Verstand eines Zweijährigen. Da bin ich und ich glaube, da gibt es viele Zweijährige, ja, die sind schon cleverer. Die können heiß und kalt unterscheiden. Und ja, wir langen gerade, was Energiepolitik, ganz dumpf gesprochen, auf eine heiße Herdplatte und wundern uns, dass wir uns die Hände verbrennen. Nein, es ist Dummheit geplant und das ist noch viel gefährlicher mit Ideologie. Also jetzt, wenn dumme Menschen und Ideologen sich in einer Person vereinbaren, und das ist in dieser jetzigen Schuldenkoalition der Fall, ich nenne nicht Fortschritt, das ist eine Schuldenkoalition, dann wird es gefährlich für Wirtschaft, für Menschen und Wohlstand. Zumal es ja so ist, wenn wir solche Bilanzen vorlegen würden, würden wir wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern wir hätten die entsprechendes Finanzamt, die Steuerfahndung im Haus. Du würdest Vorstandsposten verlieren. Dies muss ja für weniger gehen jetzt. Das Thema erledigt, ja. Aber wenn ich mir das Thema anschaue, Motiv. Es ist ja letztlich so, wenn ich das vergangene Jahrzehnt anschaue, so wurde uns doch immer Moral vor Verstand. Das heißt also, es wurde gesagt, wir müssen Griechenland retten. Die Griechen sind tolle Leute, also keine Frage. Ich habe überhaupt kein Thema. Wir müssen Griechenland retten. Es gab dann Lehman, wir mussten die Banken retten, das war vorher. Ja. Dann kam 2015 bedingungslose Aufnahme, ohne dass wir je geschaut haben, wer kommt denn überhaupt zu uns. Es sollten 2 Millionen Arbeitskräfte kommen. Ich wundere, dass wir jetzt 4.000 Leute noch nicht mal vom Flughafen haben, stimmt, die prüfen können. Dann haben wir das Motiv. Dann haben wir das Motiv eines Virus, dessen Schweregrad wir nie unterschätzt haben. Wir haben es nie bagatellisiert, aber wir haben auch nie gesagt, die Menschheit stirbt aus. Stimmt. Jetzt haben wir eine Situation, das Motiv des Klimas. Sind die Menschen innerlich so indoktriniert, dass ihnen der klare Sachverstand abhanden kommt, dass ich sage, auf dem Ast, auf dem ich sitze, den säge ich mir ja letztlich selber ab. Denn wir müssen ja eines sagen, ich sprach ja davon, wir sind ein sehr energieintensives Land. Wir müssen überlegen, Moment, wir haben uns aus der Kernenergie verabschiedet, das Thema fossile Brennstoffe spielt keine Rolle mehr. Wir haben, jetzt in Brüssel steht vor der Entscheidung, dass wir sagen, wir wollen uns vom Verbrennungsmotor verabschieden. Das ist das, was die Deutschen erfunden haben letztlich. Daimler, Opel und so weiter, dann Amerikaner sicherlich mit Ford.
Aber ja, der Diesel kommt wirklich aus der Deutschland. Der Diesel kommt aus Deutschland. Aber wenn wir überlegen, dass China jetzt sagt, wir setzen wieder auf Verbrennungsmotor, dass wir einfach sagen, die Ideologie und das Motiv, dass man sagt, wir wollen umweltfreundlich und klimafreundlich, macht die Leute so blind, dass sie nicht merken, wir stehen nicht am Abgrund, sondern wir sind schon am Fallen. Ja, kann ich so unterschreiben. Also ich würde das sogar fortsetzen. Ich habe in einer Diskussion mal gesagt, und ich stelle mir ganz Afrika jetzt mit Elektroautos vor, durch den Dschungel und durch das große Afrika, und alle Afrikaner fahren mit Elektroautos. Es gibt Dinge, oder im Dschungel von Südamerika, nein, es gibt Dinge, die muss man mit Augenmaß machen. Ich glaube, beide Technologien haben eine Berechtigung, sowohl das Elektroauto als auch der Verbrenner nach wie vor. E-Fuel nicht vergessen, synthetische Kraftstoffe sind eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Wasserstoff. Genau, in Norwegen gibt es schon Produktionsstätten von Blue Crude. Also empfehle ich mal, das entsprechend zu googeln. Nein, ich glaube, wir haben in Deutschland die Ideologie, und das gab es dann, die Deutschland waren, das sahen wir ja auch an den Nobelpreisträgern, wir waren immer ein Land, das Wissen und Forschung vorne angestellt hat. Und Deutschland ist von einem Land der logischen, der MINT-Wissenschaften, der Naturwissenschaften zu einem Land, sage ich mal, da wird alles aus dem Bauch und einer linken Ideologie heraus betrieben. Und das fing übrigens in der CDU an, indem eine Frau Merkel Herrn Kirchhoff einkassierte, der ein wunderbares Steuerkonzept erarbeitet hat. Das Bierdeckel-Steuerkonzept. Ne? Ja, eigentlich das, was Herr Merz, naja, aber er setzt es nicht um. Herr Merz wird genauso ein Ankündigungs-August bleiben. Wie viele andere, ist gar nicht das Papier wert, über ihn überhaupt was zu schreiben. Aber Kirchhoff wurde dann von Frau Merkel eingesackt, und dann wurde er sogar noch von dem damaligen Kanzler, der Professor aus Heidelberg, auch noch tituliert. Also ich glaube, das war für mich spätestens der Bruch, dass Deutschland nicht mehr an Fakten, an Wissenschaft glaubt. Auch die Euro-Rettung, da hat man sämtlichen Sachverstand, Geldpolitik über den Haufen geschmissen, hat eben eine Bankenrettung betrieben. Und bei den Griechen ist ja eigentlich auch kaum Geld angekommen. Also das war ja die Fortsetzung der Bankenrettung, auch in Griechenland. Also wir haben alles, was logisch ist, verlassen. Wir sagen, wenn die Sonne scheint und du hast blasse Haut, setz dich hin, du kriegst keinen Sonnenbrand. Wir beide wissen aber, eine Sonnencreme würde dann ganz gut tun. Und die Deutschen glauben tatsächlich nur noch, was so kleine Kinder wie Greta oder andere lebensunfähige Gestalten in Teilen so von sich geben, die im normalen Leben keine Rolle spielen, weil sie können nichts, sie werden auch in Zukunft nichts können, aber die Leute rennen diesen von den Medien stilisierten Persönlichkeiten, in Anführungsstrichen dort, hinterher. Und wir sind über einen Abgrund raus. Ja, also es wird viele Menschen, und ich glaube, wir werden sogar vielleicht wieder Leute, die jetzt in Rente sind, reaktivieren müssen, um das, was hier gerade zerstört wird, das Porzellan, was zerschlagen wird, wieder zu kitten, wenn es uns denn gelingt. Also, das heißt also, bis 70 arbeiten und 42-Stunden-Woche waren ja freiwillig. Vorschläge. Nein, ich spreche ja von Vorschlägen, die ja gekommen sind, auch übrigens von Sigmar Gabriel, der ja völlig unbescholten ist, der Mittelfingermann und das Pack, wir erinnern uns. Genau, gegen uns. Genau. Aber lassen Sie mich ganz kurz, Sie hatten Frau Merkel angesprochen. Ja. Frau Merkel war ja jetzt in ihrem entzückenden Kostüm wieder bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. In Gelb, absolut. Ja, so gelben, wissen Sie, ob sie mit der Bahn oder mit dem Fahrrad gekommen ist? Denn ich meine, wir sprechen ja alle von Energieverschwendung, und wir sprechen ja von Dingen, die da heißen, den Flugreiseverkehr innerhalb Deutschlands einzustellen. Das Thema... Waren Sie mal in der Bahn in den letzten Wochen? Ich fahre ja viel Bahn. Schrecklich. Na, ich verstehe bloß mal Bahnhof. Das auch, aber das ist, ja. Sind ja froh, wenn Ihr Zug fährt. Ja, das ist ja. Und der Zug ist bei manchen schon abgefahren, habe ich das Gefühl. Ne? Also der ist weit weg. Aber jetzt lassen Sie mich noch auf Olaf Scholz zu sprechen zu kommen. Olaf Scholz hat ja das ehrbare Versprechen gebracht. Er lässt kein Unternehmen im Stich und keinen einzelnen Menschen in Deutschland. Helfen Sie mir, Sie sind ja, Kai Gottschalk ist nun mit dem Untersuchungsausschuss Wirecard bekannt. Ne? Es ist überhaupt schlimm, dass wir einen Kanzler haben, der sich an nichts erinnern kann. Sag ich was Falsches? Nein. Ein Kanzler, der Warburg, hier Cum-Ex-Geschäfte, Wirecard, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aber wenn ich jetzt höre, dass gesagt wird, ich lasse niemand im Stich, da haben sich ja viele Menschen und viele Publikationen hat mehr gelesen, unser Kanzler, und er gibt uns das Geld. Zwei Dinge, kann er überhaupt das einhalten, was er gesagt hat? Und woher kommt denn überhaupt das Geld? Ich denke immer, ich zahle Steuern, ich leiste Abgaben, das ist ja von uns. Das heißt also, uns wird 75% abgenommen, bis Mitte Juli, wie wir erfahren haben, arbeiten wir fürs Finanzamt, und dann kriegen wir einen kleinen Teil zurück. Ja. Ist das Mauschelei?
Nein, ich würde es umdrehen, das kirchliche Sprichwort, der Herr hat es genommen, der Scholz hat es jetzt gegeben an der Stelle. Also das ist schon wirklich so wie Angelo im Park mit dem Hütchenspiel, ja. Das ist schon sehr gewagt. Aber nein, natürlich ist es unser Geld und Herr Scholz ist sicherlich jemand, der hat die partielle Amnesie geplant, weil er saß mal in einem Ausschuss, da kann ich mich noch dran erinnern, und sagte dann, naja, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann bemühen Sie doch mal Ihren elektronischen Kalender. Und sagte, jetzt ein Tipp, alle 3 Jahre lösche ich meinen BlackBerry entsprechend. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob ich mich mit dem oder jedem Banker oder wem auch immer getroffen habe. Also das ist, glaube ich, bei ihm geplante partielle Amnesie, die kann das politische Leben verlängern. Aber die Leute glauben solchen, sage ich jetzt mal, für mich ist das Scharlatanie, was dort betrieben wird. Und natürlich, das muss jemand bezahlen, die Rechnung. Und das ist ähnlich wie mit der Inflation jetzt gerade bei den Energiepreisen. Das wird jemand bezahlen. Das werden die zukünftigen Rentner bezahlen, das werden die jetzigen Rentner bezahlen. Wir häufen hier Staatsschulden auf in einer Dramatik in den letzten 3 Jahren durch eine völlige Hysterie, Sie haben es erwähnt, zu Covid. Wir bauen einen Schuldenberg aus, anstatt eine Strukturreform der Bundeswehr aufzubauen. Die Bundeswehr muss neu strukturiert werden. Wir haben ja nicht wenig Geld für die Bundeswehr. Immerhin einer der größten unter den Top 10 Haushalten, den die Bundeswehr hat. Aber sie ist trotzdem die lächerlichste Armee, die hier so auf dem europäischen Kontinent rumkreucht. Ich glaube, wenn Liechtenstein uns den Krieg erklärt, stehen die in 5 Tagen in Berlin und hissen dann die Liechtensteiner entsprechend Fahnen auf dem Flagge, auf dem Reichstag. Also das ist lächerlich, was wir hier betreiben. Ja? Wir machen lieber einen Kindergarten und ich denke mal, schwangerengerechte Panzer, bevor wir verteidigungsgerechte Panzer, die auch funktionieren, planen. Wir lassen die Infrastruktur verfallen, weil wir eben sagen, naja, wir gendern, wir machen ein bisschen, Transformation ist ja das Stichwort, nicht nur im gesellschaftlichen, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne. Und das fährt gegen die Wand. Aber es bezahlt jemand. Es ist ja Quatsch zu sagen, es ist wie Newton mal die Schwerkraft festgestellt hat, wenn da ein Apfel oben ist, fällt der irgendwann runter. Und so ist das mit der Verschuldung. Die fällt uns irgendwann, bei Newton soll es ja der Kopf gewesen sein, die fällt uns bestenfalls auf die Füße, wenn nicht noch woanders hin. Und wir laufen Gefahr, tatsächlich wirtschaftliche und soziale Unruhen in Deutschland zu bekommen. Und ich möchte das nicht. Deutschland hätte eine ganz andere Zukunft mit besseren Regierungen, besseren Politikern verdient und hätte sie auch. Und ich war jetzt in Italien bei der Lega, ich war in London, ich war in Dublin und alle schlagen die Hände über den Kopf und fragen sich, was macht ihr da in Deutschland? Mhm. Ihr schaltet die Atomkraftwerke ab. Jetzt wollen die Grünen ja, habe ich auch neu gelernt, Streckbetrieb machen. Da sind Wortfindungen jetzt, das finde ich interessant. Das ist wirklich, das ist erstaunlich. Ja, ne? Streckbetrieb, sowas finden nur die Linken. Aber letztlich, es ist auch das Eingeständnis, dass die AfD von Anfang an recht hat. Wir brauchen die Kernenergie. Mhm. Ja, auch da habe ich mir so reindrücken lassen, man sagt manchmal Atomkraft, ist es nicht, es ist Kernenergie. Mhm. Die brauchen wir und wir stehen als einzige Partei dazu. Auch hier hat die CDU völlig unnötig ein Feld geräumt, aber die Leute bezahlen es. Mhm. Die höchsten Strompreise auf der Welt haben wir in Deutschland. Mhm. Die höchsten Abgaben mittlerweile in Form von Steuern und Abgaben auf Lohn haben wir in Deutschland. Mit die höchsten Spritpreise haben wir in Deutschland. Ja, die aber mit Abstand zum Teil schon niedrigsten Renten bezogen auf den letzten Brutto- und Nettolohn haben wir in Deutschland. In Deutschland geht man am längsten in Teilen arbeiten. Also alle Daten, alle Ampeln würden wir als Wirtschaftler sagen, gerade was so die Indikatoren angeht für Deutschland und den Wohlstand, die stehen auf gelb bis rot. Und liebe Zuschauer, das ist genau der Punkt, dass wir Hallo Meinung ins Leben gerufen haben. Solche Äußerungen und solche belastbaren Aussagen, die nachprüfbar sind, würde ich mir gerne in der Süddeutschen, würde ich mir gerne mal bei Herrn Restle, der Schosch vom Monitor, war ich ja auch, ich hatte ja schon das Vergnügen, 12 Minuten hat er mir geschenkt, das war seinerzeit, da muss ich mich übrigens noch bedanken, denn was das war, im Grunde, das war übrigens der Startschuss, dass Millionen Menschen uns noch mehr geschaut haben, also Schosch, vielen Dank, aber lassen Sie mich kurz darauf zurückkommen. Das Thema junge Menschen, die Jugend. Wir erleben immer eines, dass uns fehlt Nachwuchs. Und der gute Nachwuchs, wir erleben das in allen Sparten der Wirtschaft, der verabschiedet sich aus Deutschland. Da empfehle ich übrigens den neuen Cicero mal zu lesen. Da ist es mit begründet. Viele, viele junge Menschen gehen aus Deutschland weg. Und die anderen, die bleiben, kleben sie auf die Straße fest. Nicht alle, aber einige. Kleben auf der Straße fest, betonieren sich mit Schnellbeton fest. Sitzen in Baumhäusern. Die Berliner Polizei stellt sich hin und ganz vorsichtig mit einem Hammer und Meißel, wir hatten Hammer und Sichel, Hammer und Meißel und machen das dann frei, kriegen eine Anzeige.
Jetzt habe ich gelesen, das wird vom Wirtschaftsministerium um drei Ecken, wird das auch noch entsprechend mit so und so viel 1000 Euro mitgestützt. Ne? Oh das Gott. War jetzt in der Welt, war das gestanden, dass man sagt hat, das Wirtschaftsministerium macht um drei Ecken diese NGOs, Nichtregierungsgesellschaften. Die Mensch, werden da tut sie viel, ja. Da wird viel. Ja. Ist der Kampf gegen rechts, ist das etwas, was eigentlich auf alles ausgeweitet wird? Ich nenne bloß Beispiele. Seinerzeit, als man gesagt hat, wir müssen mal die Bankenrettung anschauen. Oh, du bist ja. Griechenland mal anschauen. Dass ich gesagt habe, wir müssen Menschen helfen. Ja. Bin ich ein Rechter. Wenn ich gesagt habe, lass uns mal über Covid reden, über die Notwendigkeit. Wir haben es nie beschrieben. Bist Verschwörung, du bist rechts. Lass uns mal über das Klima reden. Ich bin rechts. Ist das eigentlich ein inflationärer Begriff, der missbraucht wird? Ich hoffe, die Leute erkennen es. Ja. Und die NGOs werden ja auch stark gefördert, gerade von den linken Kreisen. Wenn sie da auch zu uns mal in den Finanzausschuss kommen, zur öffentlichen Anhörung, wenn es zum Beispiel um die Gemeinnützigkeit von Organisationen geht, nehmen wir mal PETA, das war jetzt eine Organisation, da hat man gesagt, müsste man denen zum Beispiel auch eine NGO eigentlich nicht bestimmte Dinge absprechen, weil es wird gesagt, die sollen auch durchaus gewaltsam in Stelle von Hühnern und anderen Tierhaltern eingedrungen sein, um das zu dokumentieren. Nichtsdestotrotz, es ist Rechtsbruch. Wenn Linke Rechtsbruch machen, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist auch eine Sachbeschädigung übrigens, weil der Asphalt an der Stelle, an der ich mich festklebe, ist kaputt. Hambi, kommen Sie mal auf die Idee, irgendwo anders in einem Umweltschutzgebiet ein Baumhaus zu bauen, wie schnell der Förster kommt und Sie da aber aus dem Baumhaus rausholt. Nein, wir haben, das ist inflationär und da das Wissen, ich habe es ja Anfang gesagt, wir sind keine Wissensgesellschaft mehr, wir sind so eine Bauch- und ja, ich habe die Meinung, die ideologische, die muss ich jetzt vertreten, weil ich bin gut. Ich habe Moral über Gesetz und Wissenschaft gehoben. Und das ist der Ausdruck davon, dass alles, was eigentlich richtig ist, weil wir es begründen können, die Euro-Rettung ist falsch. Sie widerspricht Maastricht. Das, was wir gerade wirtschaftspolitisch tun, ist falsch. Es widerspricht jeder Logik. Was wir gesellschaftspolitisch 2015 getan haben, ist falsch. Du kriegst den Nazi-Aufdruck drauf. Das tut man dann, wenn man keine Argumente mehr hat. Dann verunglimpfst du den anderen. Dann drückst du ihn einen Titel auf, die Medien machen mit, weil auch das ist bewiesen in der großen Studie, können Sie alles checken, dass in Deutschland die Medien und die auch im WDR und im öffentlichen Rundfunk die meisten grün oder rot wählen wollen und so ist die Berichterstattung. Das ist nichts anderes als früher in der Kirche, nichts gegen die Kirche, als der Papst gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe. Und auf dem Niveau sind wir politisch in Deutschland. Die Grünen sagen, wirtschaftspolitisch, was Atomkraft, was fossile Brennstoffe angeht, das ist eine Scheibe und das ist Gesetz. Obwohl wir alle wissen, die Wirtschaft ist eine Kugel und die wird sich auch ohne Deutschland weiterdrehen, wenn wir sagen, wir nehmen eine Auszeit. Und Deutschland geht ja nur noch gefährliche Sonderwege. Ob in der Asylpolitik, ob in EU, in der Europa und in der Energiepolitik, ob in der Geldpolitik. In so vielen Dingen gehen die Deutschen mittlerweile Sonderwege, dass unsere europäischen Nachbarn, aber auch viele Freunde im Ausland die Hände über den Kopf schlagen. Und das ist einfach Dummheit. Und wenn dem Dummen nichts mehr einfällt, dann beleidigt er dich. Entweder sagt er was Unflätiges oder er sagt, du bist hier rechts. Weil die Leute, das ist so gut von den Medien gebrandmarkt, oh, rechts ist böse. Ist es aber nicht. Weil links ist auch nicht böse. Links ist eine politische Position, die heißt enteignen. Gab's schon immer. Alles gleich machen, gab's schon immer. Übrigens, man, es ist rechtens, kommt von der Politik, da sollten die Leute mal drüber nachdenken. Rechtens heißt, es ist gut. Der ist aber link. Ist, glaube ich, nicht so positiv belegt. Wenn man sagt, das ist rechtens, komm nicht, du bist rechtschaffend. Das heißt eigentlich, die Linken haben unseren gesellschaftlichen Kompass komplett auf den Kopf gestellt. Ja, also das, was früher gut ist, wird von den Linken, und das geht nur dann mit solchen Totschlagargumenten, böse gemacht. Ist es aber nicht. Die Leute müssen wieder den Rechten, den Weg der Rechtens ist, der Rechtschaffenheit, und des Rechts einschlagen, und der liegt im Moment nur im Parlament bei meiner Partei, bei der AfD. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein Aspekt, deshalb berichten wir darüber. Wir sehen die Dinge durchaus in vielen Bereichen kritisch, aber wenn mir ein Mann nicht gegenüber, sondern seitwärts von mir sitzt, wo ich einfach sage, okay, er hat wirtschaftspolitische Kompetenz, er sitzt im Untersuchungsausschuss Wirecard, Cum-Ex, wir unterhalten uns über Dinge, die absolut belastbar sind, dann ist es notwendig aufzuklären. Denn alles ist gefährlich. Gibt es nur eine Berichterstattung, die einseitig ist, wo man sagt, hier sind Berichterstattungen kanalisiert, dann ist es uniformiertes Denken und das wollen wir nicht. Und wir schwimmen gegen den Strom, denn nur wenn wir gegen den Strom schwimmen, sehen wir, was für Dreck entgegenkommt. Ich sage danke fürs Interview. Ich habe mich zu bedanken. Manchmal ist es doch schön, auch im Tag entspannt zu sitzen. Schatz, liebe Zuschauer. Tschüss.